Mitten im Würzburger Stadtteil Zellerau liegt das therapeutische Heim St. Josef. Die Geburtsstunde des Josefsheims schlägt am 1.6.1911. An diesem Tag hat der katholische Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder einen Wäschereibetrieb erworben und damit die Grundlage für die Einrichtung des Fürsorgeheims St. Josef gelegt. Gefährdete weibliche Jugendliche und junge Frauen sollten hier Betreuung und Ausbildungsmöglichkeiten finden. 1921 übernahmen die Oberzeller Schwestern die Leitung der Einrichtung. Bis zur Zerstörung im Bombenhagel am 16. März 1945 wird die Einrichtung als Fürsorgeerziehungsheim für jugendliche Mädchen und junge Frauen geführt. Im Rahmen des Wiederaufbaus konnte durch eine räumliche Erweiterung ein neues Konzept realisiert werden. Unter der Leitung von Dr. Schrammel entstand eine heilpädagogisch-psychotherapeutische Beobachtungsstation, ein am Konzept der Child Guidance Clinic orientierter multiprofessioneller Ansatz zur Diagnostik und Behandlung neurotisch gestörter und erziehungsschwieriger Kinder. 1953 kommt Dr. Peter Floßdorf als junger Psychologe in die Einrichtung und leitet diese in den nächsten 40 Jahren. Dr. Floßdorf prägt in dieser Zeit wesentlich das Konzept der therapeutischen Heimerziehung und entwickelt aus dem stationären Bereich heraus eine Reihe von Einrichtungen und Diensten. Ein eigener Schulbau ermöglicht die Ausweitung und Differenzierung der Behandlungsmöglichkeiten. 1960 nahm die heimeigene Schulklasse ihre Arbeit auf. Ende der 1970er Jahre werden die Heimschulklassen zu einer eigenen Förderschule zur Erziehungshilfe erweitert. Gleichzeitig wurde eine heilpädagogische Tagesstätte eröffnet. Bereits 1967 startete mit dem heilpädagogischen Seminar die heilpädagogische Zusatzausbildung. Zielsetzung war es, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu qualifizieren. Wenige Jahre später konnte das neue Gebäude, in dem auch die Erziehungsberatungsstelle untergebracht ist, bezogen werden. Der Bau ist getragen von den Überlegungen, sowohl die räumlichen Voraussetzungen für die Ausbildung als auch die räumlichen Bedingungen in Richtung eines kooperativen Gesamtkonzepts zu verbessern. Damit ist auch die Voraussetzung für eine wesentliche Weiterentwicklung des Heims geschaffen. In den 1970er Jahren wird das Konzept der überregionalen Beratungs- und Behandlungszentren, maßgeblich geprägt durch Dr. Peter Floßdorf, entwickelt ein Konzept, das in Bayern im Jugendprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung verankert ist. Geplant sind die ÜBBZ als Einrichtungen an der Schnittstelle ambulanter Betreuung und stationärem Heimaufenthalt für die kurzfristige stationäre Therapie mit begleitender Elternarbeit und einer schulischen Begleitung. Der konzeptionellen Entwicklung folgt die bauliche Realisierung des ÜBBZ. Die Grundsteinlegung ist 1978. 1982 können die ersten Gruppen den im Rahmen dieses Konzepts umgesetzten Neubau beziehen. Die Einrichtung ist heute Teil des Jugendhilfeverbundes ÜBBZ und stellt intensive stationäre therapeutische Hilfe für Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen und schwergradigen Verhaltensauffälligkeiten zur Verfügung. Wir bieten insgesamt 52 Plätze für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18, auch mal bis zum 21. Lebensjahr. Die Kinder leben in der Regel 2 Jahre bei uns. Der Hilfeverlauf ist auf 2 Jahre ausgelegt. Und wir haben insbesondere Kinder mit schwergradigen Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen zu einem hohen Anteil im Anschluss an eine klinische Kinder- und Jugendpsychiatrische Behandlung. Das macht inzwischen den größten Teil aus.